when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Du kommst mir schon wieder doof vor, aber es funktioniert bei mir nicht, wenn ich das alleine machen will. Ja. Ja, ich kenne das. Manchmal ist das, ist der Wurm drin und da kommt man einfach nicht klar. Ja, es gibt da eine Hexe, die sagt, das liegt, das ist bei vielen erwachten Menschen, die eine dicke Aura haben. So. Ja, da funktioniert das auch einfach nicht. Oder die sind das am Hacken. Ja, ja, genau. Das ist dann mit vom Geheimdienst dann versuchen zu verhindern. Sagt, dass du das mit deiner Aura, die sich dann so weit ausweitet, dass die Technik dann Probleme kriegt. Mhm. Weil das nicht ausgelegt ist für Leute, die so ein krasses Feld um sich trauen. Weißt du? Mhm. Ja. Ja, wir können auch schon mal anfangen, gell? Ja. Jo, dann hallo auf meinem Kanal mal wieder. Ich habe heute den Sascha Kirsch hier zu Gast. Hallo. Und der hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Der ist nämlich seit wie vielen Jahren? 2 Jahren. 2 Jahren obdachlos. Und ja, und möchte ein bisschen berichten über sein Leben auf der Straße. Und ich denke, ja, wir fangen mal damit an. Also, wie bist du obdachlos geworden? Es waren mehrere Faktoren. Zuerst auf jeden Fall mal private Probleme, Trennung. Ich habe 2 Kinder, eine Frau, die ich sehr geliebt habe. Kam dann die Trennung, Jugendamt. Über 5 Jahre hinweg 15 Mal vor Gericht gestanden, hin und her. Dann war ich arbeiten im Stahlwerk, ne, Früh-, Spät- und Nachtschichten, 12,5 Stunden. Und ich war schon immer ein eher spiritueller Mensch, ein Hippie, ein magisch interessierter Mensch. Und das hat sich dann natürlich irgendwann dadurch, dass ich also auch von Seiten des Jugendamts und vom Staat ziemlich abgewertet worden bin, also als Vater oder Mann hast du wirklich sehr, sehr schwer. Dann war man auch noch unverheiratet. Und das hat dann zu einer wahnsinnigen Depression geführt, Burnout. Ich war dann beim Arzt, hatte dann eine Burnout-Diagnose, schwere depressive Episode. Was dann dazu geführt hat, dass ich dann manchmal morgens in mein Auto gestiegen bin und mir gedacht habe, fahr gegen den nächsten Baum, bist du denn schmerzlos? Irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mich in meine Bude eingeschlossen habe, alles dunkel gemacht habe und gesagt habe, so, jetzt musst du eine Entscheidung finden, weil so geht das nicht weiter. Und dann habe ich also in mich hineingehört und da war die Stimme, weil ich vorher schon, ich bin Hobbymusiker, viel unterwegs war früher mit der Musik hin und her, dass ich mich wieder dazu entschieden habe, gesagt, ich muss mich befreien von diesem ganzen Druck. Packst du deine Klamotten, verkaufst du alles weg mit dem Schrott, ist sowieso alles nur belastend. Und packst deine Klamotten und dann habe ich meine Klamotten gepackt und habe den Rest zurückgelassen in der Wohnung. Bin dann, das, was ich gemacht habe, ist, ich bin auf ein Festival gefahren und zwar aufs Schiller-Festival, das ist bei Püttlingen, das ist ein Künstlerfestival für Hobbymusiker. Das kostet keinen Eintritt, da gibt es auch keine festgelegten Bands, sondern jeder macht da seine Musik auf der Bühne und da bin ich dann dahin und das war mein erster Punkt. Und dort, von dort bin ich dann weiter los. Ne. Bin ich dann weiter rumgezogen, ich habe dann noch jemanden kennengelernt, war dann am Bodensee, also eine Frau kennengelernt, war dann am Bodensee. Bei der war ich dann quasi sprichwörtlich am Boden. Am Boden, in den See, genau. Dann sehr, noch am See. Sehr schön da unten, also in, ja, Singen. Schön, ja. Singen ja, war schon. Das. War ich auch schon. Und wir waren dann auf Pfahlbaumuseum, ist ein UNESCO-Kulturerbe, sehr schön. Nach 2 Monaten war dann so, dass von der Seite der Frau geäußert wurde, sie würde gerne ein Kind mit mir haben und mit mir eine 2-Zimmer-Wohnung ziehen. Und das war dann für mich genau das, was ich nicht wollte, ne, weil es dann wieder ein Gefängnis gewesen wäre. Das ist ja auch schon. Ich kam ja gerade aus so einem, ja, Gefängnis eigentlich, ne, und mit der Frau ein bisschen Sex haben und den Sommer genießen und so, das wäre was anderes gewesen, als dann wieder eine Familie zu gründen. Und dann kam dann auch wieder die Ängste hoch, dass das dann auch wieder schief geht.
ist ja auch so, dass Frauen oft die Kinder so ein bisschen als Druckmittel dann einsetzen, wenn sie dann ihren so einen Film fahren. Richtig. Dass man dann halt als Mann da irgendwo in so einem Film, in so einem, wie so einem Käfig gefangen ist, ne, und dann keine andere Wahl hat, vielleicht die Kinder noch nicht mal so erziehen kann, wie man es eigentlich gern hätte, würde. So. Okay, okay, man muss sich vorstellen, ja, also zumindest, ne? Man muss ja da schon immer einen Ausgleich finden. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich will, dass das Kind so erzogen wird, da hat die Mutter ja natürlich auch mitzureden, also es muss immer im Teamwork sein. Mhm. Ist aber nicht mit allen Frauen möglich, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich wollte halt nicht mehr in diese Schiene geschoben werden, du gehst jetzt arbeiten und ich halt, kümmere mich hier ums Kind. Also dieses, diese klassische Struktur, ne, in die wollte ich einfach nicht mehr rein, das ist mir auch zu flach gewesen. Ja. Ah ja, und dann bin ich halt nach 2 Monaten da wieder weg und bin dann nach Köln. Und ja, da kann ich auch irgendwie verstehen. Also manchmal muss man sich auch irgendwie befreien, damit man sich weiterentwickeln kann. Ja, richtig. Und dann, was weiß ich, da kann man vielleicht dann lieber mal an einem neuen Ort den Kindern später mal, wenn sie dann zu einem können, ja, Möglichkeiten geben, mal eine Alternative geben. Manchmal brauchen die Kinder halt auch den Kontrast. Wie ist das mit deinen Kindern gewesen? Also das... ja, ich meine, das war ja ein ziemlich schwieriges Familienverhältnis da, wo du dann wieder zurück in deine Heimat gezogen bist mit deiner Frau. Ihr wart ja erst in Berlin. Berlin, ja. Und also vorrangig ging es darum, zurück nach Trier zu gehen, damit sie mehr Hilfe bekommt. Also sie ist auch ein emotional instabiler Mensch, borderline. Mhm. Hat schweres Missbrauchserlebnis von Seiten ihres Vaters hinter sich, hat also sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit gebraucht, die ich ihr dann auch lange Zeit gegeben habe. Nach 7 Jahren, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, jetzt musst du dich aber auch mal um dich selbst kümmern. Man ist ja auch ein Mensch, man hat ja auch Konflikte mit sich selbst, um die man sich kümmern muss. Und da haben dann solche Menschen wirklich Probleme, weil sie merken, du ziehst dich zurück. Ja. Und anstatt dann wirklich zu begreifen, zu sagen, okay, da muss ich mal mit sich selbst und so, und da vielleicht auch Unterstützung zu leisten, kam halt der Spruch, du liebst mich nicht mehr, und also noch drauf gehackt, und das hat dann zu großen Problemen geführt, die mich dann völlig auch überfordert haben. Wie gesagt, dann Schluss machen, dann Jugendamt, und dann war es eh vorbei. Und dann war ich auch völlig fertig mit den Nerven. Mhm. Und habe mich dann auch in die Arbeit gestürzt. Mhm. Ja. Also wie war das? Du hattest ja irgendwie eigentlich, warst du in Arbeit und hast eigentlich viel auch so berufstätig für deine Familie getan? Hattest also du gesagt? Oder hast irgendwie selber das auch auf den Plan gebracht, wir müssen raus aus dem Hartz IV? Wir müssen raus aus dem Hartz IV. Also es war in der Zeit, sie hat ja sehr viel, das bedarf sehr viel Aufmerksamkeit, wenn du so einen Partner hast, dann sind die Kinder noch da, da braucht ihr ja auch viel, sehr viel Unterstützung, also auch was den Haushalt anging und so weiter. Mhm. Wie dann mein Sohn auf die Welt kam, wir haben dann noch einen Sohn, habe ich dann auch gesagt, wir müssen mal raus hier aus dem Hartz IV. Ne? Ja. Das war auch für mich wichtig, dass ich mich bewegen kann wieder, dass ich was tun kann. Ja, auf jeden Fall. Ist ja wie so ein Hartz IV-Knast, das empfinde ich auch manchmal so, auch jetzt als alleinstehender Mensch. Ja, immer so zu Hause sitzen, immer dieselbe Struktur, immer derselbe Stress hin und her. Mhm. Ich dachte mir dann, wenn ich dann war, können wir dann raus aus dem Hartz IV, ich kann mich noch ein Stück weiterbilden. Und so hat man vielleicht auch ein bisschen Abstand. Außerdem muss sie ja auch lernen, zurechtzukommen, auch wenn ich dann nicht da bin. Ja. Und das habe ich dann auch versucht. Dann kam von ihrer Seite, du willst mich zu einer kleinen Hausfrau machen. Mhm. Worauf ich gesagt habe, nee, dann mach halt eine Ausbildung, dann bleibe ich. Der Emanzipationsfilm sozusagen. Ja, ja, ja. Worauf ich dann gesagt habe, dann such dir halt, mach eine Ausbildung, du bist noch jünger, 10 Jahre jünger wie ich. Mhm. Such den Ausmann, dann kümmere ich mich um Haushalt und Kinder. Und du bist ja eigentlich ein ganz guter Hausmann, ne? Du kannst ja kochen und. Ja, also ich krieg's schon geregelt. Schon gegessen. Ich krieg's das, krieg das schon geregelt, ne? Ja. Das hatten wir dann so beschlossen, 2 Tage später war es dann wieder falsch. Das mhm. wollte sie dann auch wieder nicht. Ich wollte sie von den Kindern fernhalten. Also da war dann irgendwann ein kapitaler Unwille und dann ist es dann eben ziemlich bösen zerbrochen. Ja. Was mich dann dazu geführt hat, dass ich dann meinen Rucksack gepackt habe und losgezogen bin. Ja. Wenn du dann nicht so bringst, wie sie es erwarten, wenn sie dann einmal auf dem Trip sind, so, ja, der Mann muss halt irgendwie seinen Teil mitschaffen. Also, das ist dann der Zwiespalt zwischen, ja, eigentlich sollst du
Provider sein, also für die Familie sorgen, aber eigentlich sollst du auch zu Hause sein, weil ich komme ja allein nicht klar. Und genau, das kannst du nicht leisten. Das ist zerrissen, das geht kannst du nicht leisten. Das war eigentlich der Grund, warum ich dann nach Trier wollte, dass meine Mutter sich mitkümmert. Das hat dann auch nicht geklappt. Da gab es dann sehr oft Konflikte zwischen meiner Frau und meiner Mutter, wo ich dann mit reingezogen wurde in dem Sinn, dass man versucht hat, mich aufzuhetzen, ja, deine Mutter jenes, dieses, von meiner Mutter Steffi, bababa. Ja. Dann wirst du ständig angerufen, hier und da, hast du noch andere Probleme am Hals. Hast du gleich zwei Frauen gegen dich, das, also von wegen Emanzipation ist da eigentlich nichts zu spüren, weil Emanzipation wäre ja ein ausgeglichenes Verhältnis. Das zwischen selbst, das kann ja meinen Ratschlag gemobbt, einholen. Ne? Ja, du wirst dann gemobbt. Also wenn du dann nicht so das entscheidest oder sagst, wie sie sich das vorstellen, darum geht es bei der ganzen Geschichte ja nur, dass da was gesagt werden soll, was ihnen, was sie sich vorstellen und was ihnen in den Kram passt. Das ist aber dann meistens nicht so, wenn du wirklich ein Problem lösen möchtest. Die sind dann auch oft auf ihrem Systemfilm da drauf, ne? So von wegen, das hat so und so zu sein, die Frame, Gesellschaft erwartet das so, ja, die sind ja völlig gefangen in diesem Gesellschaftsmuster, was halt uns alle im Prinzip unterdrückt. Ich nenne das auch manchmal moderner Faschismus oder Gesellschaftsfaschismus oder so. Das ist schon tief in irgendwie als Muster eingeprägt. Du wirst von Anfang an in einen gewissen Denkrahmen, einen Frame eingebettet, in dem, also man hat da früher zu mir gesagt, auf eine Schiene setzen und laufen lassen. Mhm. Man früher als Kind immer zu mir gesagt, es ist ich wäre schwer erziehbar. Warum denn? Ja, dich kann man nicht auf die Schiene setzen und laufen lassen, du springst immer wieder raus. Du hast Kinder, mach nur nichts außerhalb der Norm. Genau, und du darfst das nicht und jetzt musst du aufhören da mit deinem Esoterik-Zeug. Sonst kommen die Kinder ja nicht klar und was und weiß das, ich. Das ist alles nicht bodenständig genug. Ja. Und aber das sind dabei nur verlässt, die Totschlagargumente. Ne? Du verlässt dann dein eigenes Selbst. Also du gehst dann da rein und funktionierst einfach nur noch, hast die Maske, um den anderen zu gefallen. Du hast schon seine Seele so, das Hauptsache aber das, was Geld mit dir ist, das darfst du nicht mehr machen, weil es komisch ist. Also ich habe da auch, was Kindererziehung angeht, sehr anthroposophische Ansichten, die auch sehr gut funktionieren beim Kind. Ich komme, also ich rede nie mit Kindern von oben herab. Ich komme immer, ich knie mich auch hin, ich gucke den Kindern in die Augen. Ich finde auch, es ist besonders wichtig, ist Kinder wichtig. Und auch Intelligenzgeminderte, Behinderte oder was auch immer, genauso ernst zu nehmen, auch Hartz-IV-Empfänger, Leute, die wenig Geld haben, genauso ernst zu nehmen wie Leute, die was haben, die erwachsen sind oder voll im Leben stehen, weil man weiß ja, man kennt nie die Geschichte, man weiß nie, wo welche Traumata dieser Mensch hat und so weiter. Das sind ja auch Menschen. Das sind Menschen, die haben auch auf dieser menschlichen Ebene muss man sich begegnen. Ein vollständiges Bewusstsein und davon muss man immer ausgehen, genauso wie man ja auch mit Koma-Patienten sprechen soll. Ne? So. Ja, natürlich. Ich meine, also, man kann ja selbst einordnen in den Schubladen ist das Problem. Also du bist Hartz-IV-Empfänger, wirst du eingeordnet in eine Schublade und dann kommt jemand und denkt, ich bin was Besseres wie er und dann kann er von oben herab und dann denken sie, sie könnten bestimmen, also und machen dadurch für die Menschen noch viel schlimmer, indem sie ihnen da Steine in den Weg legen und sich dann wirklich massiv ins Leben der anderen einmischen, was gar nicht ihr Recht dazu ist. Ja, da wird dann nach einer Ausrede für Respektlosigkeit und den eigenen Egoismus gesucht. Irgendwie. Die denken einfach, sie könnten das oder die haben, die dürfen das, weil sie einfach sich für besser fühlen als die anderen. Ja, so fertig. Ja. Und das ist dann wirklich, das ist dann auch von Seiten des Jugendamtes mehrfach aufgeführt worden, dass ich also so denke und das wäre ein Problem. Und dann noch mehr Druck und noch mehr Druck. Dann hieß es vor Gericht, meine Kinder sind also nicht getauft, wir hatten uns damals darauf geeinigt, weil ich also auch ein Heide bin, also mich sehr für Keltentum, Druidentum interessiert habe und mit der katholischen Kirche wenig bis gar nichts zu tun haben wollte. Ja, ich bin ja auch bekennender Druide, aber auch gleichzeitig Christ, weil ich der Meinung bin, dass das alles so. Naja, das Christentum hat ja wenig mit dem Kirchlichen zu tun. Ja. Ne? Also Christentum ist ja eigentlich Love and Peace, sagen sie, um das jetzt aufs langsame, auf eine Ebene herunterzubrechen. Das ist schon gut, ne? Das finde ich auch gut. In dem Sinne sehe ich mich auch als Christ. Aber das, was halt die Kirche macht, die kirchlichen Dogmen, zum Beispiel die Taufe, da hieß es von Seiten des Jugendamts vor Gericht, ich würde meinen Kindern zu Außenseiter machen. Trier ist eine sehr katholische Stadt. Wo ich gesagt, warum das denn? Ja, die Kinder sind ja nicht getauft, darum würde ich meine Kinder zu Außenseiter machen und darum könnte man sehen, dass ich mich für die Kinder gar nicht interessiere. Es ging hier nur um meinen Willen und das hat mich sehr geschockt. Muss durchgedrückt werden. Das hat mich sehr geschockt. Ja, dagegen habe ich mich natürlich auch gewehrt. Ich bin ja nicht blöd, habe dann auch dagegen argumentiert, was natürlich der große Fehler war. Da hieß es, der arbeitet nicht mit uns zusammen, der geht gegen uns. Also wirst von Anfang an
gekreuzigt. Und das sind dann auch Taktiken, die dann dazu führen, dass es genau zu diesen Dingen kommt, dass du dann genau als der Gekreuzigte dastehst, damit man sagen kann, so hier, der ist nichts weg mit dem. Ja. Und dementsprechend musste entweder ich dann... Entweder das oder totale Sub... also entweder du befreist du dich oder totale dich, Submission. Du ergibst dich. Es ja, hieß genau. dann von Seiten meiner Eltern, ja, du musst das jetzt so machen, mach doch eine Maske hin. Und er sagt, das kann ich nicht, ich bin halt, wie ich bin, das ist doch nichts Schlimmes, was ich da sage. Wo leben wir denn so noch, moderne Welt? Also bitte, ich wollte dann auch, ich habe auf der Waldorfschule gearbeitet als Hausmeister. Ich war ja auch noch in der Waldorfschule. Hätte da für die Kinder im Kindergarten schon Platz gehabt, den ich da klar gemacht habe für beide über meine ehemaligen Geschäfte. Das hat das Jugendamt abgelehnt. Und hat dann auch Einfluss auf meine Mutter, auf die Mutter der Kinder gemacht, und die hat das dann auch abgelehnt, was dann wieder zu Streit geführt hat, dass ich dann da wieder, und ich stand dann wieder als Schuldiger da. Es ging dann wieder nur darum, dass ich meinen Willen durchsetze. Es wurde gar nicht darauf eingegangen zu sagen, ja, Waldorfschule, das Konzept, das ist ja gut. Also es wurde gar nicht wirklich argumentativ mit mir geredet. Des Weiteren habe ich natürlich das Recht, auch als Vater, als leiblicher Vater, da bestimmen zu können, auf welche Schule die jetzt gehen. Das Schulgeld hätte ich bezahlt, das ist eine Privatschule, dafür bin ich auch arbeiten gegangen, ich hätte mir das locker leisten können. Aber es wurde alles zerhackt. Ja. Und, also alles, was ich sagte, wurde zerhackt. Also man sollte, finde ich, auch die Kinder fragen, auch wenn die noch so jung sind, dass man vielleicht denen vielleicht mal für beide Seiten dann so einen Schnupper... Das kommt gar nicht in Frage. Gar nicht, ne? Aber trotzdem, eigentlich gefragt. Könnten die ja... Ne? Die kommen natürlich. Die sagen dir dann auch, Papa, ich liebe dich. Manchmal so viel Wissen in sich, schon intuitives Wissen, das einen beeindrucken kann. Und das wird von solchen Menschen überhaupt nicht wahrgenommen. Das hat für mich auch, das hat mir ganz massive Traumata zugefügt, die mich bis heute belasten und die bis heute auch verhindern, dass ich mich in die Gesellschaft richtig einfügen kann, weil ich nicht ernst genommen wurde. Ja. Ich wollte mich einbringen, habe gesagt, ich will helfen. Nee, du bist ein Kind, du kannst das nicht. Das ist das konservative Konzept, was in dieser Gesellschaft in dem Umgang mit Kindern gefahren wird. Du hast also nichts zu sagen, du bist klein, du bist blöd, du bist ein kleines Kind. Wir sind die Erwachsenen, wir wissen, was Sache ist, und du gar nicht. Ja. Und da wird also gar nicht, bei der Anthroposophie ist das ja auch wieder anders, da wird ja sehr auf die Kinder auch eingegangen, auf das, was die Kinder, das innerliche Wissen, was sie haben. Und die Inspiration und die Kreativität zu fördern. Und das wird in unserer Konzeption hier ja gar nicht gemacht. Hier wird, also es wird einfach nur auf dich draufgeschlagen, du wirst programmiert zu funktionieren, wie die Wirtschaft es vorgibt. Ja. Es wird also aus dir ein Roboter gemacht. Ja, und am besten alles, was nicht reinpasst, ist schwer erziehbar und muss dann weggedrückt. Und dann entstehen Menschen, die also psychisch krank sind, die emotional zerlöschert sind, die dann nicht mit sich klarkommen. Dann wird dann nochmal mit dem Finger auf dich gezeigt und nochmal ein Schuld. Und daraus entsteht dann wieder Borderline. Hier, genau. Und das ist eigentlich das Muster, deswegen, das ist im Prinzip von deiner Ex, könnte man auch sagen, so eine Art Stockholm-Syndrom, von wegen, ich wurde psychisch vergewaltigt. Bei mir wurde das auch gemacht, deswegen habe ich Borderline. Genau, ist Prinzip leider zu 99% so, dass im Erwachsenenalter solche Menschen dann mit ihrem Nachkommen oder sonstigen genauso umgehen, weil sie es gar nicht anders, das ist A, dieses Stockholm-Syndrom, dass sie sich identifizieren damit und dass sie dann halt anderen Leuten genauso antun, weil sie es gar nicht anders können. Mir ist das widerfahren, ich habe diesen Schmerz durchleben müssen, deswegen musst du das jetzt auch. Ja, richtig. Ne? Und das ist echt eine Schweinerei. Ich musste leiden, jetzt musst du auch leiden. Ja, und, aber man kann die ja auch nicht, also man kann jetzt auch nicht, man muss auch schon, denke ich, Mitgefühl haben, weil sie kann ja nicht alles dafür. Nein, kann sie ja gar nicht eigentlich. Im Endeffekt ist sie da gefangen drin. Greift einen sehr an, sie macht einem das Leben zur Hölle, also zur Problemat bis heute. Gruppenzwang. Die läuft bis heute, also auf Facebook manchmal, ich darf kein einmal irgendwas äußern, dann bombardiert die mich mit Schmähungen zu, auch über WhatsApp, wenn ich dann mal frage. Sie lässt mich meine Kinder ja nicht sehen seit 2 Jahren. Auch ganz schlimm für die Kinder übrigens, kann massive Kinder, psychische Schäden hervorrufen. Beide. Der leibliche Vater ist einfach der leibliche Vater. Ist sehr wichtig. Sei denn, sie haben ihn nie kennengelernt, aber das haben sie ja. Nein, und da ja ist es Jahre. Dann umso schlimmer. Ne? Du bist ja nicht abgehauen, du bist ja da gestanden, hast deinen Mann gestanden und wurdest nicht respektiert, und das ist eigentlich eine Schweinerei. So. Ja, weil man hat mir, nachdem ich dann gegangen bin, man wirft sie mir jetzt vor, ich wäre abgehauen, ich hätte kein Interesse an den Kindern. Also du kannst machen, was du willst, es gibt da immer irgendwas, was dir zum Vorwurf gemacht wird, was darauf hinausläuft, und da werft dich
Beuge dich, lass dich selbst gehen, also verleugne dich selbst, und das kannst du irgendwann nicht, weil ich bin nun mal so, wie ich bin. Ja. Und ich bin ja auch gut, so wie ich bin, habe ja sehr viele Talente, so wie ich bin, die ich ja gar nicht hätte, wenn ich irgendwie versuchen genau. würde, jemand anderes zu sein. Das ja. Würde ich mich ja ganz weit unter Wert verkaufen, und das fühlt sich für dich selbst ja auch gar nicht gut an. Ich sehe das auch, ich beschäftige mich ja mit auch Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die drogensüchtig sind, und versuche denen ein bisschen zu zeigen, hier, wie sie da vielleicht rauskommen. Und da sehe ich immer wieder, sobald man die annimmt, wie sie sind, und auch erstmal akzeptiert, dass sie diese Drogen nehmen oder dass sie, ja, musst du, dass sie, weil dann werden die zugänglich. In dem Moment kannst du an die ran und kannst mit denen ergründen, richtig. Warum du kannst ja nicht erwarten, dass sie zugänglich denn? Werden, ja, so, wenn du was sie, betäuben wenn sie? Du Schuld drückst und ja. sie zu Außenseitern, also wegschiebst und ihnen sagst, wir sind was Besseres, du bist was Schlechteres, kannst ja. du nicht erwarten, dass dein Mensch sich öffnet. Ja. Also du diese Respektlosigkeit gegenüber Ebene. Menschen, die Schmerzen, innerliche, seelische Schmerzen haben, die ist ganz massiv. Das finde ich auch ein totales Unding. Das hat mir mein Leben zerstört, auch mir meine Ausbildung genommen. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, ist nicht schlimm. Entschuldigung. Jetzt haben wir hier den Aschenbecher runtergeworfen. Ja, hier ist halt ein bisschen Chaos. Ey, wir sind halt ein bisschen dirty heute. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wir teilen unser Leid. Geteiltes Leid ist halbes Leid, denke ich mal. Und geteilte Freude ist doppelte Freude, so sehe ich das. Deswegen ist das ganz wichtig, dass man sich auch mitteilt. Und das ist jetzt hier die Möglichkeit, die ich bieten möchte, und auch gleichzeitig die Möglichkeit für ihn. Aber ich würde sagen, wir lassen das Thema jetzt mal. Also erzähl mir bitte noch mal ein bisschen mehr über deine Obdachlosigkeit. Also ich bin dann am Bodensee. Ich bin dann am Bodensee gewesen und bin dann nach Köln. Ich wollte unbedingt nach Köln. Ich habe ich habe einen besten Kollegen, mit dem ich aufgewachsen, der hat in Köln gewohnt, in Köln-Mühlheim, da war ich noch sehr jung, 19, 20, da war ich öfters bei ihm, und wir haben da sehr viel Party gefeiert, und ich hatte durchaus also sehr viel positive Emotionen auch für Köln. Mhm. Und ich wollte unbedingt nach Köln. Dann habe ich auch gesagt, hier, ich will nach Köln, lass mich doch gehen, ich komme dann wieder. Das fand sie nicht so toll, hat sie mir Klamotten vor die Tür gestellt. Und ich bin dann halt, hab dann noch in Radolfzell und am Konzertsegel gepennt und bin dann in den nächsten Zug und bin dann nach Köln. Bin dann in Köln angekommen. Ich hatte dann noch für 3 Wochen ein Couchsurfing gefunden. Mhm. Hab dann in Köln auf der Domplatte ein paar Punker kennengelernt, den Mo und ein paar andere. Und die haben ein sehr schönes Schnorr-Konzept durchgezogen. Und zwar hatten die 4 Schilder und 4 Becher. Ja, vor jedem Becher ein Schild. Und da stand drauf: LSD, Kiffen, Essen, Puff. Und das ist so gut gelaufen in Köln auf der Domplatte im Sommer, wo da 40.000 Leute am Tag hin und her gelaufen sind. Ehrlichkeit haut rein, ne? So. Haben immer viele gesagt, Ehrlichkeit, ihr seid wenigstens ehrlich. Oder es kamen Kommentare wie, super, also hier sitzen sie ja immer alle nur so und drücken auf Elend. Und ihr, bei euch kann man lachen. Wir haben die Leute dann angelacht, angekündigt. Wir haben normal mit den Leuten geredet. Über sind Leute stehen geblieben, hat mal philosophiert hin und her. Mal rausholen aus dem alltäglichen Film. Genau, und das so war lustig. Das ist ja auch, im Prinzip ist das ja auch Arbeit. War Humor, ja, das war auch, Arbeit. Du sitzt ja Arbeit. Stundenlang. Du bist auf der Straße unterwegs. Ich war ja selbst auch obdachlos 2 Jahre und also eher 1,5. Aber ich hatte immer irgendwie glücklicherweise im Vergleich zu dir ein Dach über dem Kopf, weil ich immer Leute kennengelernt habe, die mir Obdach geboten haben, aber ich war auch viel dann draußen unterwegs, weil du kannst ja dann nicht immer bei denen hängen und du willst denen ja nicht auf den Sack gehen. Ja. Ja, und deswegen, dann naja, ich war wirklich obdachlos. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was man da für Menschen trifft, und so viele auch ganz liebevolle Menschen, die alles teilen, die alles geben. Richtig, man ist eine Gruppe dann, ne? Also es ist klasse. So. Also ich hatte dann, die 3 Wochen waren rum, ich hatte die kennengelernt, als ich noch dieses Couchsurfing hatte, habe das dann auch jeden Tag mit denen gemacht. Wir haben dann manchmal am Tag 185 Euro verdient. Ja. Das war dann nachher so ein Haufen Kleingeld, nur Kleingeld, 20er und 10 Cent Stücke, wo ich dann gesagt habe, ich zähle das nicht so, hier, Mitte, deins, mein, alles klar. Weil es einfach so viel war, wir haben super gut gelebt davon. Ich bin dann noch Teil der Gruppe geworden. Ne? Mhm. Die waren selbst alle obdachlos. Die haben gezeltet, die hatten einen Zeltplatz, ein Stück außerhalb. Die haben mich dann mitgenommen, weil ich gesagt habe, ja, mein Couchsurfing ist abgelaufen, ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Die haben gesagt, kommst du mit, kauf dir ein Zelt, wir haben einen Zeltplatz. Das stärkt den Zusammenhalt unter Menschen, wenn man so mal so bedenkt, wie die Menschen selbst in meiner eigenen Familie, wie die einfach so nicht zusammenhalten, wie die sich gegenseitig hängen lassen. Das ist furchtbar. Und auf der Straße ist das allein aus dem Zwang natürlich auch ein bisschen heraus, aber es ist
wenigstens da und die Leute lernen das dadurch. Und deswegen finde ich eigentlich persönlich, jeder Mensch sollte mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang obdachlos gewesen sein, ohne großartig Geld zu haben, vielleicht höchstens ein bisschen Hartz IV oder was auch immer man da so an Kindergeld oder sonst irgendwas noch bekommt. Ne? Bei mir war das am Anfang in England ein bisschen Kindergeld, was ich noch da mitgenommen habe, bis ich dann wieder zurück bin. Dann war ich wieder in Deutschland und dann bin ich wieder zurück nach England, weil das mir in Deutschland alles wieder immer noch so auf den Sack ging. Ich habe auch mit dem Amt da nichts klar machen können und so, das war einfach furchtbar. Ich kam da auf keinen grünen Zweig. Die wollten mich an Weihnachten in eine Maßnahme stecken, kurz vor Weihnachten im Dezember, dass ich, ohne dass die mir einen Essensgutschein oder irgendwas ausgestellt hätten, direkt am nächsten Tag auf den Weinberg da Sachen zurückschneiden soll bei Minusgraden, wo ich dann gedacht habe, ey, was wollt ihr von mir? Ich bin gerade hier schon abgehungert und da muss ich ja erstmal irgendwie ein bisschen mir was anfuttern, damit ich sowas überhaupt stemmen kann, körperlich kräftig. Ne? So. Und dann bin ich gerade wieder zurück im Frühling. Ne? Und das hat dann dazu geführt, dass ich in England zweite Mal war. Und in England habe ich direkt dann auch einen Job gefunden. Das ging viel leichter als hier. Ne? Deutschland ist da ganz schwierig. Ich meine, das war natürlich auch nur irgendwo Küchenhilfe, Spülen und so. Aber das ging klasse und ich habe auch zwei Jobs dann da gehabt, also den einen, dann habe ich gewechselt auf einen anderen Job, weil ich mir eine Verletzung zugezogen habe, haben die einen natürlich auch direkt rausgeschmissen, ist halt schon hart, ne, so als Ausländer, klar. Aber du hast halt echt, also du triffst so viele Menschen, die einfach unglaublich viel Positives mitbringen und dir halt zeigen, wie man auf der Straße überleben kann und genau, und das ist jetzt gerade die Überleitung, ich wollte dich sowieso fragen, wie hast du irgendwelche Tipps, wie man auf der Straße so gut überleben kann? Und also wie gesagt, gibt es, wenn du Geld brauchst, musst du halt schnorren. Ansonsten gibt es, muss man sagen, in Deutschland, gerade in den großen Städten, viele Anlaufpunkte, an die man sich als Obdachloser wenden kann. Bei mir war es zum Beispiel das SKM, der Sozialdienst katholischer Männer. Da werden jetzt viele sagen, ups, es war was Katholisches. Du konntest dort aber nicht deswegen schlecht sein. Konntest da aber ein Essen bekommen für 1,50 € eine warme Mahlzeit, dann konntest du noch Suppe als Nachschlag für umsonst bekommen, konntest dich also satt essen, ja. Du konntest deine Wäsche dort waschen für 50 Cent, die wurde dann gewaschen, getrocknet, am nächsten Tag konntest du sie abholen, das war in Ordnung. Ja, du konntest duschen für 30 Cent, hast dann ein Handtuch gekriegt, wenn du keins hattest. Du kannst Hartz IV beantragen, wenn du eine Postadresse hast. So diese Obdachlosenhaltepunkte bieten dir an, dir eine Postadresse zu machen. Wissen ja viele auch gar nicht. Für das Arbeitsamt. Dann, da kann man sich das dann so einmal die Woche abholen. Ne? So, nein, so du kannst entweder ein Konto haben. Es ist inzwischen so, dass per Gesetzeslage in Deutschland auch ein Obdachloser ein Konto haben kann. Also die müssen dir ein Konto geben. Das war früher nicht so. Also ich hatte das. Leichte Verbesserung. Ich hatte das gemacht, dass man mir einen Check schickt, also gibt diesen Barcheck, dann dafür die Postadresse, dann schickt das Arbeitsamt diesen Barcheck, den kannst du in der Postbank einlösen, an diese Postadresse, an dieses SKM, dann kannst du dir den abholen gehen. Du bist halt dazu verpflichtet, einmal in der Woche telefonisch oder was nachzufragen, aber da ich jeden Tag da in Essen war, war das ja kein Problem, ne? Da hab ich dann gefragt, ist Post für mich da? Wenn du da dich länger nicht blicken lässt, stellen die Postadresse ein, weil es dann doch sehr, sehr viele sind in Großstädten, die so eine Postadresse haben wollen. Dann kriegst du halt deinen Check geschickt, den kannst du dann an, dann hast du Hartz IV, das sind immerhin 408 €, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich hatte die Erfahrung, dass sie mir aus dem Zelt meinen Rucksack mit allen Klamotten, Schlafsack, alles, ich hab einen schönen Bundeswehr-Schlafsack, alles geklaut. Und da kam ja, der Punkt, halt hart, da mitten im Winter. Du musst immer gucken, das ist natürlich auch Stress. Mitten ne? im Winter. Und da habe ich dann Hartz IV beantragt, da habe ich geweint, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und da kam dann der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich Hartz IV beantragen, was ich vorher eigentlich gar nicht wollte, weil das so mit dem Schnorren und dem Konzept sehr gut lief. Und ich auch eine Unabhängigkeit genossen habe, dass ich sagen kann, haha. Wenn man noch ein bisschen Musik machen frei, kann, kann genau. man auch so ein bisschen frei, selbsttätig sein. Ich bin frei, ich kann gehen, wohin ich will. So. Das ist ja auch schön, dass man auch mal die Freiheit genießen kann. Auch ein guter Aspekt der Obdachlosigkeit, den viele Menschen unterschätzen. Richtig, finde ich. Richtig, ja. Du bist sehr frei, also ja. Du kannst, was auch ein guter Tipp ist, ist, das wird sehr oft gesagt, es ist aber nicht so, dass du das Arbeitsamt fragen müsstest, wenn du umziehst oder die Stadt wechselst. Ich habe mir das mal erklären lassen, ich war dann in Köln-Kalk auf dem Resu-Dienst, das sind dann Leute vom Arbeitsamt, die schon Jahrzehnte mit Obdachlosen, und die hat zu mir gesagt, pass mal auf, Herr Kirsch, vom Grundgesetz her ist es so, dass sie als deutscher Staatsbürger ihren Lebensmittelpunkt selbst wählen dürfen.
dürfen. Sie können also wohin sie wollen, wann sie wollen, und ihnen steht trotzdem Gastgeld zu. Und heutzutage ist da der Trick, dass von manchen Arbeitsamt, das heißt, es müsste genehmigt werden oder du dürftest nicht umziehen. Das stimmt nicht, Leute. Ja. Ihr habt als deutscher Staatsbürger das Recht zu gehen, wohin ihr auch immer wollt. Und ihr könnt, wenn ihr irgendwo ankommt, dann wieder aufs Amt gehen und sagen, hier bin ich bin bedürftig. Und dann müssen sie euch das Hartz IV genehmigen. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Das wissen sehr viele nicht, die sich dann da abwimmeln lassen und dann ohne Geld auf der Straße rumgammeln. Und dann anfangen zu klauen oder sonstiges. Ja. Wo ich dann noch hingegangen bin, habe gesagt, hier, ich komme mit aufs Amt zu dir. Ich sag dir, dann geht das schon. Das hat dann auch immer funktioniert. Das kommt dann immer nur darauf an, dass du es weißt. Sobald du es weißt und ihnen das sagst, dann funktioniert das auch sofort. Mhm. Dann streiten die sich nicht mehr mit dir, sondern dann wissen wir, okay, mit dem können wir das nicht abziehen. Und dann werdet ihr sehen, wie freundlich und wunderbar die dann sind und wie schnell das geht. Innerhalb von 2 Wochen hast du deine Kohle. Mhm. Und das war, ist für mich jetzt bis jetzt immer so gewesen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, also ich werde ja in keine Maßnahme oder sowas eingegliedert als Obdachloser. Ich bekomme die Kohle, da kommen die noch gut bei weg, weil sie ja keine Miete oder sonstige Zusatzkosten bezahlen müssen. Das sind dann immer nur die 408 Euro und das war's dann. Ja, und das ist wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen gewesen. Ich bin dann auch viel gereist, also von Köln wieder mal weg. Dann bin ich nach Freiburg mal ein paar Tage und dann wieder zurück nach Köln. Und dann bin ich nach... bin ich in den Osten hoch, nach Dagelütz, das ist im Übrigen hier was von der Schenker-Bewegung gewesen, hier vom FF und so, und hab da mal 4 Wochen bin ich geblieben, wunderschöne Natur, ne, und hab dann mit dem letzten 50 Euro bin ich dann wieder zurück nach Köln, ne, hab meinen Check da abgeholt, hab unterdessen, wie ich die 4 Wochen da war, immer mal wieder beim SKM angerufen. Mit dem Sozialarbeiter habe ich mich gut verstanden. Ich habe gesagt, Markus, ich bin gerade hier und hier ist Post da, alles klar, wann kommst du zurück? Sag ich, ja, am Ende des Monats kommst du zurück, alles klar, gut. Und dann war das geregelt. Also es war für mich, muss ich ehrlich sagen, der größte Teil Freiheit, den ich bis jetzt im Leben so genossen habe. Ich kann auch sagen, beim Schnorren zum Beispiel sind mir sehr viele Top-Leute begegnet, richtig gute Leute. Also ich habe auch Geld bekommen von Leuten, wo ich nie gedacht hätte, Anzug, Krawatte, die mich angegrinst haben, angelacht haben und gesagt haben, ich finde es gut, dass ihr das hier so macht. Also das ist sehr wichtig, wie hat er einen gesagt. Für dieses Land sind solche Leute wie ihr sehr, sehr wichtig. Mhm. Das war jetzt erstaunen. Hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Man begegnet natürlich auch Menschen, die wie üblich einen beschimpfen, geh schaffen oder sowas. Ne? Also die machen es sich da sehr leicht. So einfach ist das gar nicht, wenn man obdachlos ist. Kannst du nicht arbeiten gehen. Also das geht vielleicht eine Zeit lang, aber das ist sehr schwierig, das aufrechtzuerhalten. In Deutschland sowieso noch schwieriger. In England gibt es oftmals öffentliche Duschen, die man auch benutzen kann, kostenfrei sogar. Das ist hier nicht so. Das ist halt in Deutschland nicht so und deswegen ist es natürlich dann auch sehr schwer, überhaupt die äußere Form so zu wahren, dass man als Job bei einem Jobinterview überhaupt angenommen wird. Ja, klar, du musst denen ja sagen, ich bin obdachlos. Ne? Ja. Ich hab eine Postadresse, dann hast du kein Konto oder sonstiges, also das zu verbergen, dass du im Zelt lebst oder so, das ist sehr, sehr schwer. Und das ist dann auch moralisch bzw. emotional extrem belastend für dich, weil du hast ja dann auch Arbeitskollegen, denen musst du ja dann auch einen vorlügen. Ja. Außer wenn, ja, der, klar, wenn dann ehrlich gar nichts sagen. Wenn dann ehrlich bist, sein. Lachen die dich aus, nehmen dich nicht ernst, da waren wir eben schon mal, ne, dass du dann nicht ernst genommen wirst. Also es geht im Grunde gar nicht, dass du aus dem Zelt wirklich arbeiten gehen kannst. Also Respekt für Leute, ich weiß, es gibt Leute, die machen. Ich habe das gemacht. Und Respekt also, vor diesen Leuten. Das war schwer, aber ich habe das gemacht und die haben ständig, waren die an meinem Arsch dran. Du musst das Zelt woanders hin, dahin, ja, dahin. Das ist hier auch. Also ja, so, wild campen habe ich auch schon mehr als eine Strafe zahlen müssen vom Ordnungsamt. Hauptsache noch drauftreten, wenn sie schon auf dem Boden liegen. Ja, wild pissen Motto, ne? Zum Beispiel hatte ich auch schon mal 70 Euro. Dann kam dann das Ordnungsamt, da war ich dann in die Ecke am Pinkeln. Und dann, na gut, Tag, junger Mann, dreh ich mich rum. Dann sage ich, also jung bin ich ja nicht, sie sind ja jünger wie ich. War dann ein junger Ordnungsamtbeamter und dann hat er mich verknackt auf 70 Euro, die ich dann zahlen musste, weil ich da in die Ecke gepisst habe. Das ist dann manchmal sehr lustig, du bekommst da vom Staat diese 400 Euro und hintenrum ziehen sie die Kohle mit solchen Aktionen wieder aus der Tasche. Ne? Also
dass du dann wirklich manchmal 100, 110, 120 Euro Bußgeld bezahlen musst wegen Wildcampen oder sonst irgendeinem Zeug, wovon du vorher gar nicht wusstest, dass es da irgendwelche Verordnungen gibt, gegen die du da verstößt. Ja, das ist halt pure Abzocke. Ey, das ist pure Abzocke. Aber worauf ich hinaus nochmal einsteigen wollte, war die Leute, die mir dann begegnet sind. Ich glaube, das kannst du auch nur in Köln so machen, dann manchmal so ergeben, also ich habe dann ja da auch Leute kennengelernt und dann hat sich dann irgendwann, haben wir zu dritt oder zu vierter gesessen, dann haben wir uns ein paar Bierchen genehmigt, haben mitten auf der Straße Joints geraucht, also in Köln ist das sehr locker und das hat sich dann so ergeben, dass Leute plötzlich stehen blieben, das ist ja saugeil, yo Brüder, hier komm, kiffen ist ja geil, komm, ich drück euch mal was ab, dass wir da manchmal Gramm zwei geschenkt bekommen haben, dass die Leute sich hingesetzt haben. Dass mir dann manchmal zu zehnt wildfremde Leute, die sich dann hingesetzt haben, dann haben wir zu zehnt da gesessen und der eine hat was zu kiffen spendiert, der nächste hat gesagt, jo, ich gehe was zu trinken kaufen, ihr seid ja geil. Ja. Und dass wir dann bis spät abends in die Nacht da mit 10 Leuten auf der Straße gesessen haben und eine Party gefeiert haben mit Trinken und Saufen und nachher die Becher leer gemacht haben und trotzdem waren 100 Euro drin. Da lernst du halt auch Gottvertrauen irgendwie, weil... du bist da mit nix, du sitzt da, ne, und weißt nicht, wo kommt jetzt das nächste Geld her, wie mache ich irgendwie meinen Tag heute, was kann ich essen, dann gibt es halt noch Containern vielleicht. Manchmal in Köln ist das nicht so mit dem Container. Ist schwierig, aber wird auch immer schwieriger gemacht, weil alles abgeschlossen wird und dann kommen doch Leute an und kaufen einem was zu essen, weil die das wissen. Das ist richtig, und es gibt da auch auf der Domplatte viele. Bleiben, also habe ich so gelernt, war immer im Gottvertrauen, dass das alles läuft und dass ich irgendjemand treffe und dass das immer irgendwie ging. Es waren auch schon harte Tage dabei und so und ich hatte auch Kontakt mit der Polizei und so, das bleibt einfach nicht aus. Ich habe da teilweise hier mit Kreide auf der Straße so Bilder gemalt. Ja, das kenne ich auch. So ein bisschen was gemacht. Alkreider nennt man das. Alkreider. Also dann auf der Straße Botschaften hinterlassen und hat man so allgemein als Alkreider bezeichnet. Ja, also da hieß es dann, das wäre Vandalismus. Ne? Ja. Also in Deutschland. Regnet einmal, ist es weg, aber es ist Vandalismus. Ja, ist leider in Deutschland so. Hier muss alles seinen Zucht und Ordnung. In England halt auch so. Ne? Zucht und Ordnung muss es haben und sobald du da ein bisschen kreativ aus der Reihe tanzt, fällst du natürlich sofort aus der grauen Masse und dann wirst du natürlich sofort wieder gedeckelt. Also man versucht dich dann wieder zu deckeln, also zurück zu drücken, indem man dir halt Strafen auferlegt, meistens Geldstrafen. Ja, das die ist dich halt dann auch das Gleiche, treffen. Du musst da wie auf Hartz IV, das geht die ganze Zeit, ist wie so eine Quälerei, von wegen, die versuchen dich so lange zu quälen, habe ich den Eindruck. Bis du aus Verzweiflung dir die schlechteste Arbeitsstelle ever suchst. Du sollst gehorchen, ne? Und das ist eigentlich, genau, es geht nur um Unterbutterung, weil eigentlich ist das ja sogar schlecht für unsere Wirtschaft, und das muss man auch mal begreifen, dass die Leute so unter Druck gesetzt werden, sich Jobs zu suchen, weil die suchen sich dann auch den letzten Drecksjob und machen es für Mindestlohn. Führt zu psychischen Problemen, zu Burnout-Problematiken. Das, nicht nur das, das Schlimmste ist einfach, dass es für die Wirtschaft scheiße ist, weil der Mindestlohn dazu für sorgt, dass überhaupt diese niedrigen Löhne gemacht werden, weil die Arbeitgeber könnten mehr geben, natürlich. Zum Großteil zumindest. Ja, könnten die mehr geben. Und sie machen es aber nicht, weil die Leute so verzweifelt sind. Und eigentlich müsste jeder aus Protest diese Jobs nicht mehr annehmen und nur noch Jobs annehmen, die oberhalb der Mindestlohngrenze sind, im humanen Bereich oder Dazuverdiener bleiben oder wenn überhaupt, ne? Weil es einfach dazu führen könnte, dass die Wirtschaft sich eher erholt. Deswegen bin ich auch für bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich der Meinung bin, wenn die Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dass wenn es nur insgesamt dann 200 Euro mit Miete abgezogen, Krankenkasse abgezogen, mehr als Hartz IV wäre, der Satz, der dann übrig bleibt. Das reicht mal, also das ist schon würde, mal was. Das würde wenigstens ist. Einen so weit bringen, da könnte man sich vielleicht mal anfangen, selbstständig zu machen, wenn man da einen Plan hat schon, ne, irgendeinen Lehrgang besuchen. Man hat seine Miete auf jeden Fall gesichert, man kann also sein Dach über den Kopf halten. Man kann mal durchatmen, man kann sich dann mal konzentrieren auf das Wesentliche und was mache ich als nächstes, was will ich überhaupt? Aber wenn du immer nur das Damoklesschwert von irgendwelchen die Existenzangst, die hast, die Existenzangst, die lähmt einen einfach, Hebel. Das lähmt einen so massiv, du hast ja gar keine Chance da rauszukommen, es sei denn, du hast einen unglaublich starken Willen und boxt dich da raus, indem du halt sagst, okay, ich lasse mir das jetzt nicht mehr bieten,
Ne? Und an dem Punkt bin ich jetzt gerade erst, ne? So, dass ich sage, so, dass ich werde nie wieder in diesen apathischen Zustand reingehen wollen. Ich lasse das nicht mehr mit mir machen, egal was kommt. Es wird jetzt anders, egal ob Grundeinkommen oder nicht. Und dass man halt eben dann guckt, dass man was macht, was sinnvoll ist, auch wenn das nicht viel Geld bringt. Es geht nicht ums Geld. Es geht darum, dass man das macht, was einem liegt. Und dann ergibt sich der Rest. Ne? Die meisten Menschen denken ja, ich muss arbeiten. Es ist aber nicht so. Natürlich ist mein Motto, hilf jedem da, wo du kannst. Ne? Wenn du da bist und so, das ist auch Arbeit. Ne? Wenn du unterwegs bist als Obdachloser, kannst du auch immer wieder was tun. Und so. Man tut eigentlich auch viel. Als Hartz-IV-Empfänger ist man nicht arbeitslos im Prinzip. Man ist nur unbezahlt. Ne? Ja, man hat keinen Vertrag. Man hat keinen Nutzen für die Wirtschaft. Man hat Nutzen für sich selbst. Man hat Nutzen vielleicht für seine Freunde. Man unternimmt mit den Freunden etwas. Man stellt sich selbst ein Projekt, um sich zu beschäftigen. Du nützt dem Faschismus nichts, deswegen müssen wir dir einen rein. Du nützt der Wirtschaft nichts, genau. Ja. Du bist also nicht mehr auszubeuten in dem Sinn. Und dieses menschliche Ding, das ist ja dann auch sehr wichtig beim Grundeinkommen, also dass diese Existenzangst weggeht und dass die Leute dann sagen können, boah, jetzt habe ich wieder Kraft, um kreativ was zu machen, neue Projekte zu starten. Ich will nicht wissen, wenn dieses Grundeinkommen, wenn es gäbe, wie viele neue Ideen dann auch die Leute haben und die Leute dann auch umsetzen können, diese Ideen, und wie sehr das dann auch der Wirtschaft gut tun würde, dass da wieder neue Ideen eingebracht werden, dass Leute sich wieder trauen, Unternehmen oder sonstiges aufzumachen. Das würde die Kunst fördern, all diese Dinge, meiner Ansicht nach. Das ist wie so ein riesen Bremsklotz von ganz oben, damit du in den ihre Firmen reingedrückt wirst. Das ist seit Schröder, der gesagt hat, jeder Job ist, jede Arbeit ist zumutbar. Ja? Und damals ging dann, die Arbeitslosen sind faul, gab es ja die Agenda 2010, unter der wir jetzt so leiden, wo Schröder gesagt hat, jede Arbeit ist zumutbar. Und das war der Hebel, dieses Damoklesschwert der Existenzangst, weil wenn du diese Arbeit nicht nimmst, dann können sie dich wegstreichen, machen sie die Leute obdachlos nachher, weil sie, glaube ich, jetzt sogar die Miete auch nicht mehr zahlen müssen dann. Und damit hat der Staat eigentlich seine Fürsorgepflicht radikal verletzt. Ja. Also es ist dann wirklich von dieser Art Fürsorge, von diesem Fürsorgegedanken hin zu einem Herrschaftsgedanken. Also dieser Staat, den wir jetzt haben, ist nicht mehr das, wofür es eigentlich gedacht war, was dieses Land auch zusammengehalten hat, die soziale Marktwirtschaft, die soziale Stabilität. Schmieren einem giftigen Honig ums Maul. Ist jetzt Prinzip wirklich wieder faschistisch geworden, von oben herab. Der Staat als Herrschinstrument. Er herrscht. Er kümmert sich nicht mehr um seine Leute, sondern er beherrscht sie. Und das ist einer der größten Gründe, sag ich, warum unser Land so auseinanderfällt und so auseinandergerissen wird. Und auch, warum die Rechten jetzt diesen Rechtsruck, warum wir den jetzt wieder haben. Das kommt nämlich auch da, warum so viel über Asylanten gehetzt wird. Da geht es auch ganz viel darum, Bewusstsein zu zerstören, Bewusstseinsentwicklung, soziale Ängste zu schüren, Ängste zu stoppen. Wer Angst hat, ist leicht zu beherrschen. Ne? Und dann zerfällt das natürlich. Das gibt natürlich irgendwann soziale Unruhen, weißt du? Jetzt kommen die Asylanten und dann denken die nehmen uns jetzt auch noch das bisschen weg, was die uns noch gelassen haben. Und das schürt natürlich Hass. Und in diesen Hass und diese Ängste, deswegen gibt's auch schon wieder so steckt viele dann so eine Nazis, AfD ne? rein, die nutzt das dann Fall. Aus. Geht das richtig ab, ne? Nur um selbst dann an die Macht zu kommen, obwohl es auch eine Systempartei ist. Wenn man sich dieses Grundsatzprogramm der AfD mal anguckt, kriegt man graue Haare. Ja, also das ist eine ganz schreckliche Sache. Aber die Leute wählen es dann, weil sie denken, ja, hier, die tun was für uns. Also ganz morbid. Ja. Es wird hier ganz viel mit Psychologie gearbeitet, die Leute zu beherrschen und auf Tour zu bringen. Dann wird jetzt wieder... Immer, wo ist denn die Vernunft geblieben? In was für einer Zeit leben wir denn heute eigentlich? Die ist mit Kant begraben worden, die Vernunft. Kant war ja ein großer Verfechter der Vernunft. Ja. Ja. Die Vernunft wird siegen, sagte Kant, und ich bin der Meinung... Also Kant dreht sich ständig im Grabe herum heutzutage und die ist beerdigt worden, die Vernunft. Es geht ja nur noch um Gewinne, es geht nur noch um Macht, es geht nur noch darum, Hauptsache Profit, bis die Erde stirbt. Dass die Welt so tickt, wie die Weltanschauung ein paar weniger Leute, die eine gewisse Weltanschauung haben, die wird hier umgesetzt. Und was die Masse, welche Anschauung die Masse haben, welche Bedürfnisse die Masse haben, menschliche Bedürfnisse, also rede ich nicht über Materialismus, Auto oder sowas, sondern menschliche Bedürfnisse sich entfalten zu können, charakterlich,
die werden völlig ignoriert, das wird uns gar nicht mehr zugestanden. Ja, und dann sucht man sich eine Ersatzbefriedigung, hängt die ganze Zeit vorm Fernseher oder vom Internet, PC rum geht natürlich oder was. Auch nicht mehr raus, das merkt man auch schon ganz massiv, die ganzen kleinen Läden gehen ja auch pleite, nicht nur, weil man alles im Internet bestellen kann, sondern einfach auch, weil die Leute in diesem bequemen Knast im Prinzip sich so wohlfühlen. Das ist wie diese Ratten, die immer auf einen Knopf drücken, dann klingt so ein Ton, ne, und dann bekommen die Essen. Ne, und da sind die so drauf getrimmt. Und genau so ist das, machen die das mit allen. Das ist keine Menschenhaltung, das ist Viehhaltung. Menschenfarmen. Ne? Ja, ja. Also sie saugen uns aus und ja, das ist nicht in die Ordnung. Arbeitsleistung. Die Lebensarbeitsleistung. Gibt es so ein schönes Wort. Lebensarbeitsleistung. Müsst ihr mal aufpassen, wenn Politiker Reden halten, dann reden sie auch öfters über die Lebensarbeitsleistung, die man dann per Rente besser honorieren müssen. Dann gibt es dann 50 Euro mehr. Also das ist ein wirklicher Witz. Aber das wird abgeerntet hier, diese Lebensarbeitsleistung. Du sollst arbeiten von deinem 18. Lebensjahr aus. Du darfst dir das noch aussuchen, was du dann arbeiten willst. Inzwischen ist das auch nicht mehr so. Du musst nehmen, was du an Ausbildung kriegen kannst. Ja. Und dann sollst du das machen bis 67. Überlegt euch das mal mit 67. Ich meine, man kann es ja auch nicht. Springst am besten in die Kiste sofort danach. Ja, ich möchte da an der Stelle ein bisschen stoppen, weil man muss es ja auch nicht so pessimistisch sehen. Ne? Also ich finde schon auch, es ist in Ordnung, wenn man eine Ausbildung macht, wenn man irgendwie versucht, wenn man das den Eindruck hat, ich möchte das machen. Ne, und das ist was, was mich weiterbringt, oder das möchte ich verwirklichen. Man muss ja nicht sein Leben lang in einem Beruf arbeiten. Als Physiotherapeut, auch wenn ich kein Examen habe, habe ich das ja auch gesehen. Es ist eigentlich wichtig, dass du immer mal wieder was anderes machst. Man kann ja auch noch mal eine Ausbildung machen. Aber der Mensch braucht Abwechslung. Aus dem klassischen Arbeiterklientel, die gehen 67 Jahre in derselben Firma am besten arbeiten. Und danach sind sie so kaputt, dass sie den Rest ihres Lebens in Rente nur noch Schmerzen haben. Ja, und dann kriegen sie jetzt 50 auch fertig schon. Das schädigt die Wirtschaft auch wiederum. Also das ist einfach diese Unflexibilität unserer Gesellschaft natürlich auch. Die Bequemlichkeit auch ganz massiv. Ne, die muss man natürlich auch überwinden. Jetzt wird krampfhaft versucht, ein zusammenbrechendes, auseinanderfallendes System krampfhaft versucht, am Leben zu erhalten. Ja, es werden aber die Grundprobleme, mit allen Mitteln irgendwie, die Wurzelprobleme werden nicht angegangen, sondern es werden einfach überall nur noch Pflästerchen draufgeklebt, wo es auseinanderreißt. Wir gehen nicht an die Ursachen. Es wird gelogen, betrogen, damit die Politiker denken nur von Wahlperiode zu Wahlperiode. Das spiegelt sich auf allen Ebenen wieder, auch im medizinischen System. Immer draufdrücken, direkt hier Pille rein und dann ist alles gut. Der Rest der Masse guckt apathisch zu, wie dieses System zerbricht, wie unser Ökosystem den Bach runtergeht. Alle wissen es im Grunde, die meisten wollen es dann aber gar nicht wissen, die drängen es wieder weg, die lachen dich dann aus, die wissen zwar, dass du recht hast, aber wollen es dann nicht. Du bist dann für die in dem Moment ein Feindbild, weil du sie an etwas erinnerst, was sie nicht wissen wollen, was sie aus ihrem schönen Traum, ihrer schönen Illusion, alles ist gut, mein Ferrari steht vor der Tür sozusagen, hinaus holst in die Realität und sagst dir, guck mal jetzt da, guck mal hier, guck mal Fukushima, guck mal da. Das sind ja auch Drogen, das sind ja auch Betäubungsmittel. Und ich bin auch der Meinung, das ist von beiden Seiten im Prinzip, ich habe auch schon mitbekommen, dass manche Drogenhandelsgeschichten von der Weltregierung oder staatlich mit unterstützt werden, weil es geht darum, eben das Bewusstsein wegzuhalten. Es geht darum, dass die Leute nicht klar werden darüber, was sie selber für eine Kraft haben. Das ist ein Milliardengeschäft. Auch der Kampf gegen die Drogen ist ein Milliardengeschäft. Es gibt Polizisten, legale Drogen, illegale Drogen, Medizin. Ihr Job ist alles, die verdienen ihr Geld damit. Ja, also musst du das ja aufrechterhalten. Wiederum. Und eigentlich geht es gar nicht nur um den Profit. Es geht im Endeffekt nur um die Machterhaltung. Die Machterhaltung. Gibt diesen Film. Also die dazwischen, die sagen wir mal, diese kleinen Millionäre, Milliardäre, das sind im Prinzip die haben, da geht es eher nur um Profit, aber die ganz oben stehen, da geht es nur darum, für die Zügel ist Geld ein Mittel zum Zweck. Also da geht es nicht mehr um Geld, das ist ein Mittel zum Zweck, da ist die Sucht die Macht. Ja. Also das Recht, die Möglichkeit zu haben, über dich zu bestimmen. Ich bestimme und du kannst dich nicht wehren dagegen. Ja. Du kennst mich noch nicht mal und trotzdem bestimme ich über dein Leben. Und das gibt diesen Leuten ein wahnsinniges Gefühl von Macht. Ja. Und da muss ich sagen, George Bush hat sich das letzte Mal dazu geäußert, fand ich sehr erstaunlich, wo er gesagt hat, Macht kann sehr, sehr süchtig machen.
womit er recht hat, das ist eine Droge und das ist ein Suchtpotenzial. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Es ist also eine Droge, ja, oder sozusagen ein Kick für die. Und warum suchen die diesen Kick? Warum sind die süchtig danach? Das ist genauso wie bei anderen Drogen. Weil es eine Befriedigung gibt. Ja, also. Aber warum, welches Trauma, haben ja von Ursachen geredet, also welches Trauma ist Ursache dafür, dass die so drauf sind? Wahrscheinlich, also meine Vermutung, ich möchte das jetzt gerade noch, also meine Vermutung dazu ist einfach, dass wir, dass die von ihrer Familie von Anfang an auch so beherrscht wurden, auf egal welche Art und Weise, vielleicht sogar vergewaltigt. Ich weiß nicht genau, wie das da in diesen Familien läuft, aber das sind ja teilweise auch schwer satanistische Satanistisch, das kann man nicht, scheue mich da immer dieses Wort zu benutzen, Satanismus, aber sehr negative, beherrschende, abwertende Praktiken werden da praktiziert. Ja. Man kann es Satanismus nennen, den Satanismus gibt es halt ja eigentlich noch gar nicht so lange. Allerdings auf diese Macht über andere auch getrimmt, damit sie das ja auch fortsetzen können, damit das in der Familie bleibt. Das sind psychische Störungen, die damit Absicht installiert wird, weil die Leute kennen es nicht. Das wird dann einfach an die Kinder wieder weitergegeben, um zu gewährleisten, dass aus meinem Kind dann auch ein Präsident wird, wenn wir jetzt nochmal Bush heranziehen oder sonst was. Ja. Also die benutzen ihre Kinder ja auch, um ihre eigenen Vorstellungen nochmal umzusetzen. Das ist dann wieder die Vetternwirtschaft, die geht ja auch bis ganz runter. Dass die Familie weiter oben bleibt und so. Darum bin ich ja auch der Ausgestoßene, weil ich halt so bin, wie ich bin und dann nicht so funktioniert, wie sich meine Familie das vorgestellt hat. Sie können, also ich kriege ja heute gesagt, ich bin ein Nichtsnutz, also sie können, ich bin ihnen nicht mehr nützlich. Und dementsprechend wirst du dann ausgestoßen. Das ist dann nichts. Wir haben versagt. Also Menschen benutzen sich nur eigentlich gegenseitig. Genau, kurz ausgedrückt. Ja, das ist der Kapitalismus. Und sie raffen das noch nicht mal, dass sie das damit sogar sagen, weil sie, wenn sie das wirklich verstehen würden, was sie da gerade sagen, dann würden sie sich vor sich selber erschrecken. Das ist eine Art Trauma, ein Traumataumel, in denen die Leute sich bewegen. Die haben auch nichts anderes im Kopf. Ja. Manche steigen dann aus, sie kommen dann über Esoterik oder sonst irgendwas wieder dahinter, die, wenn das die dann die aufgewacht sind, die das sagen sind dann, die boah, ich habe gar nicht gemerkt, wie eingeschränkt meine Sichtweise, so fokussiert nur auf dieses eine Ding. Die leiden ja auch darunter. Ne? Ja, die kriegen das einfach gar nicht mehr mit. Das ist wie ein Trance-Zustand, in dem du gehalten wirst. Da gibt es verschiedene Theorien über Frequenzen, also der Fernseher schwingt auf der Frequenz, das ist dazu gedacht, dich ruhig in so einer apathischen, kennt ihr vielleicht alle, Fernseher, klotz, müsst ihr mal drauf achten, so richtig, wie das Hirn ausschaltet, das ist dann diese Frequenz, die dich in so einem apathischen Traumazustand, Trancezustand halten soll, damit du dir ja keine Gedanken machen musst. Ja, also da muss man schon sehr auf sich achten und auch das mit dem Rauchen, also ich bin zwar jetzt gerade wieder hooked, sage ich mal, so seit einem Tag oder zwei, aber mir fällt es auch jedes Mal leichter, das wieder loszulassen. Das hat aber auch harte Willenskraft und Training gebraucht, dass ich überhaupt so weit gekommen bin und ich merke auch, wie ich jedes Mal mit meiner Kraft, mit meiner eigenen Energie die Gifte quasi von meinem Bewusstsein fernhalten, wie ich mein Bewusstsein aus dem Einfluss dieser Gifte immer wieder befreien also muss, ich rauche auch seit 20 Jahren. Damit ich in diesem Mind-Control-Programm nicht benutzt werde. Nikotin ist ja ein massive ist ein Nervengift und nicht nur das, sondern sogar ein Halluzinogen, wenn man es in sehr hohen Dosen hohen Mengen, muss ja aber schon kräftig einen Eimer geben. Ja, oder also was zum Beispiel, wenn man halt Pflanzen selber anpflanzt in einem sehr warmen Land, da gibt es halt auch harzige Blüten und wenn man da eben die harzigen Blätter raucht, das ist dann schon wie ein LSD. Also das ist nicht zu unterschätzen, da ist man 24 drauf, Stunden lang truff. Ist nichts mehr, du siehst nur noch Halluzinationen. Das hat mir ein Freund erzählt, der in Marokko war und das da direkt probiert hat. Und also das ist der Tabak an sich, der reine Tabak ist eigentlich gar nicht so schlimm. Was unser Problem hier ist, durch die Zigarettenindustrie, die Verunreinigungen, die sie mit reinpacken. Ja? Das ist ja Blausäure mit drin und alles Mögliche, was das erst so giftig macht. Ja? Und was auch das Suchtpotenzial vom Tabak steigern soll. Ja. Ja? Das ist ja das Geschäftsmodell, du sollst ja süchtig sein, damit du es immer wieder kaufst, somit verdienen die. Einem fällt auch auf, dass viele, die so massiv arbeiten gehen und so,
die rauchen auch. Ne? Das ja. ist wirklich so, die sind ja, wie Maschinen in diesem Beruhigung. System einge- Beruhigung und auch, über Beruhigung. Das Rauchen halten die sich auf rauchen, rauchen, rauchen. Ich habe ja viel mehr rauche, geraucht arbeite, früher. Rauchen, arbeiten. Rauchen. Bei der Arbeit viel mehr, wie ja, ich jetzt rauche. Wie eine Maschine im, auf dem Fabrikband. Also rauchen, wieder beruhigen, rauchen, ja. runterrauchen. Wenn so Stress, rauchen, Stress, rauchen, Stress, rauchen, beruhigen, Stress. Genau. Also das ist darauf ausgelegt, dass das einfach so weiter... Ja. Als Abschluss würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist einfach darauf ausgelegt, euch euer Leben zu rauben. Ja. Ja, ihr habt ein Leben von Gott geschenkt bekommen, dieses Leben sollt ihr ja. nutzen. Es gibt aus dem Thomas-Evangelium einen schönen Spruch, den man Jesus zuspricht, wo die Jünger ihn fragen, Herr, sag uns, wo unser Ende ist. Und er sagt, ihr habt denn den Anfang schon gefunden, dass er jetzt schon das Ende sucht. Das ist für mich der Hinweis darauf. Er sagt auch, ihr kommt leer in diese Welt, ja, und manche trachten danach auch wieder leer aus dieser Welt zu gehen. Und das ist nicht richtig. Du kommst leer in diese Welt, du bekommst die Gelegenheit, hier dein Gefäß ja. anzufüllen mit Erfahrungen. Warum sucht ihr das Ende, wenn ihr den Anfang noch nicht gefunden habt? Genau. Und da ist mir direkt das Wort Genesis durch den Kopf geschossen, von Genesung, also vom Gesundwerden, weil ja im Prinzip, warum sucht man denn den Tod und die Krankheit und das Verderben, wenn man irgendwie auch die Gesundheit und das Genesen suchen kann und eben Heilung finden kann? Und das ist eben genau dieser Bewusstseinsknackpunkt. Ne? Die versuchen uns auf diese Krankheit zu fokussieren auch, anstatt dass wir uns auf das Leben, auf das Lebendige in uns und die innere Heilung auch konzentrieren. Jeder kann sich ja auch selbst heilen im Prinzip. Ja, also ein Hinweis auf die auf eine lebensbejahende Einstellung. Ja. Ja, also nicht diesem Druck. Das System macht ja großen Druck, wenn du arbeiten musst, hier und da. Nur Probleme, 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 Probleme. Das ist natürlich ein Negativ-Trigger, eine negative Belastung. So ja. Wird ja die Energie entzogen, die Kreativität, ja, kommt daraus gar nicht zustande, ja. weil Kreativität bedarf positiver Gefühle. Wenn du negative Gefühle hast, bist du nicht kreativ. Und du wirst also so, das ist gedacht, um so zu verhindern, dass du weiter in der Herde bleibst, ja, dass du gar nicht so wie Jesus oder Buddha zum Beispiel dich erhebst aus dieser Masse von Schafen und zum eigenen König wirst und dann merkst, der Sinn des Lebens liegt ja eigentlich daran, zu lernen, Lebenserfahrung zu sammeln, um deine Seele, dein morphogenetisches Feld, wie man es nennen will, zu vergrößern, dass du also mehr Informationen ansammeln kannst, die dazu führen, dass du auf die nächste Ebene, dass du weiter aufsteigst im Leben, nennt man das dann auch Altersweisheit. Von mir aus jemand, der sehr viel erfahren hat, der weiß schon mal viel, dass dasselbe Prinzip auch auf der seelischen Ebene, du kannst also mit deinem Informationsfeld, die Seele als Informationsfeld siehst, die kann dann wachsen über die verschiedenen Erfahrungen und Informationen, die sie dann Ziel überleben ist es, sich weiterzuentwickeln. Ja, weiterzuentwickeln, immer größer zu werden. Auf die nächste Stufe dann auch. Wie ein Universum, was expandiert. Ja. Immer, also, immer größer, immer weiter, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Solche Meister wie Jesus oder Buddha sind halt auch schon befreit gewesen, meistens in dem Leben vorher bereits befreit gewesen. Da gibt es ja auch Hinweise drauf, auch im Thomas-Evangelium unter anderem, dass Jesus eben Elia war. Im Leben vorher und mit Elias zusammen, der Johannes war, die haben sich quasi getroffen dann im Bauch, ne, wie sie sich da getroffen haben und das Kind im Bauch sprang, ne, das war das Wiedersehen von den beiden. Ja. Ne, und die waren schon beide befreit in dem Leben vorher und kamen halt nur zurück, um diese ihre Befreiung weiterzugeben, um anderen die Möglichkeit zu geben, sich zu befreien. Spirituelle Revolution, genau. So wie wir heute an einem Punkt stehen, wo wieder der Versuch da ist, dieser spirituellen Revolution, also dieser Befreiungsbewegung. Die Jesuslehre ist ja über die Kirche auch ziemlich zerhackt worden, also auch wieder negativ gemacht worden mit diesen Hebeln Erbsünde hin und her, den ganzen Blödsinn. Das ist ja auch alles nur negativ, das ist ja auch alles nur, um dich unten zu halten. Und die haben wirklich versucht, die Leute zu befreien, weg von der Angst, weg von dem Druck,
blickt nach vorne, lebt den Anfang, findet es, entwickelt euch weiter. Nur so kann die Welt sich auch verändern. Ja. Und dadurch, dass diese spirituelle Revolution immer wieder klein gehalten wird, was jetzt daraus geworden ist, sieht man ja heutzutage auch wieder, ja, wie sie es zerhackt haben. Das ist auch New Age Kopffick. Wird's abgeerntet einfach. Ja. Es wird einfach so geblieben, wie es jetzt ist. Und die da oben, die irgendwie wohl nicht auf die Reihe bekommen, es nicht hinbekommen, ja, sich spirituell zu entwickeln, ja, weil sie an diesem materiellen Ding festhängen, ja, die versuchen sich dann über Macht, die sie über dich haben, das dann herauszuziehen, ja, hin und her. Die begreifen allerdings so nicht, dass es nie funktionieren wird. Ja. Ja. Das ist halt dann auch so Frieden um jeden Preis. Du darfst dich auf gar keinen Fall wehren, du musst alles ohne Kommentar hinnehmen. Das ist ja dann genauso wieder die Eingliederung in den Faschismus. Das ist klar. Nur dass die New Age-Bewegung dann denkt, ja, das ist der spirituelle Weg. Aber der spirituelle Weg ist gar nicht, sich nicht zu wehren. Jesus hat auch einen Tempel auseinandergenommen. Ja, natürlich. Jesus konnte richtig aggressiv werden. Ja. Der hat sich manchmal in Sprüchen lustig über seine Jünger gemacht. Ne? Ja. Also, das ist aber wohl keine Ausrede für Zorn oder darüber, sich darin zu ergehen, sondern es ist eigentlich... Aber es gibt den gerechten Zorn an, ja, genau, der gerechten Stelle, die gerechte Wut an der richtigen Stelle. Ja, dann klar zu sagen, nein, das geht so nicht. Das wollen wir so nicht. So wehren wir uns. Wir wehren uns dagegen. Ja. Fertig. Und das ist ja auch wichtig. Und das ist wirklich schon auch ein Problem der New Age, dass das auch schon wieder viel zu strukturiert ist, viel zu kerkerhaft gemacht wird. Ja. Dass du dann auch ausgeschlossen wirst, wenn du jetzt mal nicht Vegetarier bist oder sonst irgendwas. Ja. Mhm. Und dann da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht auf einem Veganer-Treff. Also die haben alle akzeptiert. Okay, das ändert sich dann jetzt vielleicht. Das löst sich schon wieder. Das ist wieder die nächste... Aber da ist auch das ist schon mit dem Finger zeigen und wir sind besser, wie du, weißt du. Ja, genau. Das ist ja, da lief diese New Age-Bewegung ja immer genau am Ziel vorbei. Ja, ist auch so bei diesen, genauso eben bei allen, die Drogen nehmen oder auch so, ja, ich bin zum Beispiel, ich habe ja auch nicht aufgehört zu rauchen oder aufgehört Drogen zu nehmen oder jetzt wieder angefangen, weil ich irgendjemand was beweisen wollte oder so, sondern weil es einfach gerade in diesem Moment so ist und sich selber dann auch zu akzeptieren, anstatt vor sich selber ein schlechtes Gewissen zu haben, weil das führt meistens zu einem Teufelskreis, dass man dann, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, dann rauche ich noch. Zieht man sich selbst eine runter und zieht sich selbst die Energie, wo der Suchtdruck dann sehr richtig wieder selbst gemacht steigt im Grunde. So, ja. Wenn ich rauche seit 20 Jahren und ich rauche und das gehört einfach zu mir, ich bin trotzdem nicht dumm, also wie man vielleicht merkt. Man kann ja mit dem Bewusstsein trotzdem durch. Habe ich ein Bewusstsein und denke da auch mit und das ist ja ein Umgang, den ich mit mir selbst habe. Ja, wenn ich dann sage, nee, jetzt will ich nicht oder jetzt habe ich Bock, einen LSD-Trip zu nehmen, weil es mir förderlich vorkommt, ich habe Lust drauf und dann nehme ich da auch was von mit. Ja, das ist was anderes, als wenn man sich dann selbst so kaputt macht, dass man nachher, oh, ich muss jetzt kiffen, sonst komme ich nicht mehr klar. Erfahrungen. Und das hatten wir ja eben auch, jedenfalls das mit dem mit der Pharmaindustrie, das ist genau so, eben, dass man dann Drogen nimmt, wie wenn man eben die nicht erlaubten Drogen sozusagen nimmt. Ne? Und im Endeffekt ist es am besten natürlich, wenn man sein Bewusstsein entwickelt, indem man völlig klar bleibt. Weil es einfach durch die Meditation, das ist der reine Weg. Über Meditation machen, da gibt es nichts Besseres, da geht nichts drüber. Aber Dinge es ist machen. Trotzdem so, dass alles eine Erfahrung ist, die gemacht werden will. Und wir entscheiden, welche Erfahrungen wir davon machen. Und deswegen gilt es halt, niemanden zu verurteilen für das, was er für Erfahrungen macht, sondern nur, wenn man merkt, dass dieser Mensch sich damit nicht gut tut, ihn dann auf einen anderen Weg hinweisen. Aber der Weg ist das Ziel. Ne? Genau. Und wenn jemand diesen Weg geht und dieselben Erkenntnisse hat und damit gut klarkommt, wie ich das ja zum Beispiel tue, welchen Sinn hat es dann, ihn abzuwerten? Das ist blödsinnig. Dann denke ich mir, ja, du meditierst zwar, aber du hast nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Ne? Nee, dann meditiere mal noch länger oder nimm mal ein LSD. Vielleicht hast du Vorurteile, dann fangen wir wieder an zu meditieren. Nochmal, ne? Und nochmal und nochmal. Also, genau. Wenn man sich ja daraus verzieht, also es gibt ja tausende verschiedene Wege. Es gibt einen Spruch, viele Wege führen nach Rom. Der passt da sehr schön. Also, du willst an einen Punkt kommen. Und wie du dahin kommst, das ist dir völlig gleich überlassen. Ja. Da kann keiner drüber bestimmen, wie du dahin kommst. Da musst du deinen eigenen Weg finden. Aber es geht halt einfach nur darum, wir treffen uns dann an diesem Punkt, Nirvana oder was auch immer ist, wo wir dann hinkommen. Und wie du dahin kommst, ist völlig scheißegal und ist dir überlassen. Also solange es gut tut,
ist das völlig in Ordnung. Da darf es keine Dogmen beigeben. Ja, eben, das ist ja also gerade das. Und mein Yogameister hat immer gesagt, es gibt so viele Wege zur Heilung, wie es Menschen gibt. Und es gibt auch so viele Krankheiten, wie es Menschen gibt. Richtig. Auch wenn er vielleicht der gleiche Krankheitsname ist. Bei jedem ist es ein bisschen anders. Jeder hat sein eigenes Karma, seine eigenen Fehler gemacht und seine eigenen Arten und Weisen gehabt, wie er seinen Körper im Prinzip zerstört hat, wie er dann wieder heilt, ne, oder seinen Geist irgendwie mit Problemen beladen hat, die dann wieder erst heilen müssen, bevor man eben zum nächsten Bewusstseinsschritt gehen kann. Und ich denke mal, da kommen halt die ganzen Leute, hattest du ja auch schon mal angeschnitten, da kommen die ganzen Leute nicht dazu, weil sie halt zu viel arbeiten und dabei komplett vergessen, was eigentlich, worum es im Leben geht. Sie gehen nicht in die Tiefe, sie bleiben an der Oberfläche. Ja, genau. Können sie ja gar nicht, sie haben ja gar keine Chance. Sie sind ja auch fremdgesteuert, also ja. Die Probleme werden ja von außen aufgedrückt. Die sind ja eigentlich keine eigenen Probleme, sondern das sind ja Probleme, die dann von außen aufgedrückt werden. Und das ist wie der Hase, den man an einem Stock, einen Stock am Rücken anbindet, wo vorne eine Mohrrübe dran hängt. Er wird diese Mohrrübe nie bekommen, aber er läuft sein Leben lang dieser Mohrrübe hinterher, weil er sie haben will. Ja. Jetzt stellt er halt einfach nur einen Mensch vor mit einem Stock. Und nur weil sie Geld so oberflächlich sind, sehen sie halt nicht, dass da der Stock hängt, weil sie nicht nach oben gucken. Weil sie nicht sehen mal nur die Mohrrübe oder das Geld. Aufmerksam sind. Haschen dem nach und kommen da aber nie hin. Genau. Und irgendwann macht's plumm und dann liegen sie in der Kiste und dann kommen sie zurück ins Allsein und dann denken sie, scheiße, was war das denn jetzt für eine Verschwendung hier? Was habe ich denn da jetzt gemacht, wo man sagen muss, okay, dann kann man immer noch was draus lernen, im nächsten Leben werde ich mich dem. Also dann lieber ehrenamtlich dienen mit Hingabe, anstatt irgendwas Zwanghaftes sich zu machen, auszuleben, das einem nicht gut tut und anderen vielleicht auch nicht gut tut. Lebt euch aus. Nur wenn man sich ausgelebt hat, kann man ja auch entscheiden und sagen, okay, das ist gut und das nicht. Ja. Du weißt das ja vorher nicht, wenn du es nicht gelebt hast, also nicht erfahren hast, bleibt das eine reine Theorie. Und dann beides mal probiert hast und vielleicht auch, dann weißt du, also ich habe ja zuerst gekifft und ein paar Drogen ausprobiert und dann habe ich aber die Erkenntnis gehabt auf einem Pilztrip, wenn du weiterkommen willst auf dem geistigen Weg, ne, ich hatte einige Erkenntnisse über das Kiffen, auch über die Pilze, ne? Aber das soll jetzt nicht befürworten, die zu nehmen, ist nicht für jeden. Ne? Für manche Leute ist es besser, einfach ganz klar zu bleiben. Ja, und da habe ich dann einfach die Erkenntnis gehabt, da kam wie so eine Stimme zu mir und hat gesagt, wenn du weiterkommen willst, dann lern meditieren, such dir einen Meister und so. Und dann habe ich 2 Jahre später einen Meister gefunden, der mir das beigebracht hat. Und das hat mich extrem viel weitergebracht. Ich habe dann aufgehört. Ich wollte sowieso schon aufhören, weil ich gemerkt habe, mir geht es damit nicht mehr gut. Ich war nicht mehr gut drauf, wenn ich nichts zu kiffen hatte. Das ist ja auch nicht wirklich toll, dann, wenn dann die Sonne scheint und du bist trotzdem mies drauf. Und deswegen habe ich dann irgendwie angefangen und habe gesagt, ich möchte das jetzt loslassen. Dann habe ich mit 18 alles losgelassen für 4 Jahre und habe das erstmal von Grund auf Meditation und so weiter gelernt und habe da mich darin gefestigt und bin dann durch eine eigene Lebenskrise wieder von diesem Weg abgekommen und habe dann nochmal so eine Phase gehabt. Und die ist jetzt gerade wieder zu Ende und eigentlich schon vor 2 Jahren zu Ende gewesen. War jetzt nochmal ein bisschen holprig, aber es ist gerade an dem Punkt, wo ich mich wirklich befreien kann, weil ich das immer leichter loslassen kann, zu konsumieren und immer leichter mich damit zu beschäftigen, eben worum es eigentlich geht hier und zu wirken in eine positive Richtung. Und ich denke mal, das ist halt auch der Grund, warum wir hier dieses Video machen. Mein Vater hat halt auch immer gemeint, wir sollen dafür sorgen, dass es uns gut geht. Ne? Und ohne dass ich jetzt dafür sorge, dass es mir gut geht oder dass ich diese Kamera zum Beispiel habe, kann ich ja gar nicht für euch das machen und können wir das euch nicht zur Verfügung stellen, was wir euch hier bringen wollen. Und das ist genau das Ding, wenn es dir nicht selber gut geht, kannst du auch niemandem helfen. Ne? Und deswegen ist der erste Schritt, sich selbst zu heilen,
also seine eigene Genesung, Genesis gestanden zu werden, zu sagen, genau. Ich bin, wie ich bin, genau. Und dann vertrete sich ich so auch anzunehmen, gegenüber anderen, ist, so und dann die Schritte halt zu machen, die einen zur Gesundheit führen. Oder ich habe meine Ecken und Kanten, genau. Ich akzeptiere die, so bin ich halt, das ist Teil meiner selbst, andere müssen das dann halt auch akzeptieren, und wenn sie es nicht akzeptieren, dann sind sie nicht gut für mich, ganz ja. Einfach. Wenn man sich selbst dafür auch wieder kasteit oder verurteilt, dass man eben dann macht man sich ja schon so, wieder zu was anderem, was man eigentlich ist. Fängt der Teufelskreis wieder an, dann ist die Fremdbestimmung wieder. Ja, ist auch genau. Die Fremdbestimmung wieder da, wenn von außen dann auf, ja, du bist Esoterik, was weiß ich, du musst jetzt aufhören zu rauchen, das, jenes, dieses, dann ist das ja wieder eine Fremdbestimmung. Nee, du musst eben nicht. Kannst dich entscheiden und sagen, ja, ich will es, weil ich weiß, es tut mir gut, ja. Oder du besser sagst, ist nein. Es sich bewusst zu sein, was man tut und wie es auf einen wirkt und das immer besser zu lernen. Ich will lieber weiter rauchen gehen, genau. Dafür gehe ich irgendwo ans Mittelmeer mit meinem Rucksack, das ist dann mein Ding, das tut mir gut, da schöpfe ich Energie raus, um meine Erkenntnisse zu haben, das hat dann für mich nichts mit dem Rauchen zu tun. Mhm. Also keine Dogmen haben. Das genau, Problem ist der das Dogmen. Ist das Stichwort. Weil sobald wir in den Dogmen sind, in der Indoktrinierung, sei es Hare Krishna, sei es katholische ist Kirche, das sind auch Sekten im Prinzip, das ist nicht frei, weil es einfach an sich schon zu viel gesteuert wird. Und das soll jetzt nicht sagen, dass die Leute, die jetzt in einer dieser Gruppierungen sind, falsch sind. Nein, überhaupt nicht. Es geht ja darum, ja? Dass wenn du in so eine Gruppierung bist oder dann rausgehen willst, dass von diesen Leuten dann, also dass diese Leute meinen dir gegenüber, wir sind aber was Besseres. Ich bin mein Hare Krishna, ich kann meditieren, blablabla, du kannst das ja. Nicht, du ja. Nimmst LSD, ich bin besser wie du, ja. Ich bin reiner wie du. Wo ich dann sage, Entschuldigung, aber ich, Überheblichkeit. Ich kann mit deinen Erkenntnissen locker mithalten, die mhm. Die habe ich auch schon, da habe ich mir auch schon viel drum Gedanken gemacht, wo bist du jetzt besser wie ich? Weißt du, ja. Das ist dann diese Überheblichkeit. Durch diese Dogmen, die kriegen das dann ja auch gesagt, nur das ist der einzige Weg hin zur Erleuchtung oder sowas. Ja. Und da waren wir ja gerade eben schon, dass man erkannt haben, gibt tausende von Wege. Ja. Es geht nur darum, tu das, was dir gut tut. Geh deinen Weg. Und geh deinen Weg. Wenn du merkst, er ist falsch, geh zurück, geh einen anderen. Genau, man kann immer einen Schritt zurück machen und nochmal von vorne anfangen. Man kann immer die Sachen, die man falsch gemacht hat, versuchen, wieder gut zu machen. Das Leben gibt einem immer eine Chance. Und selbst wenn es in diesem Leben nicht mehr gut zu machen ist, deswegen gibt es ja Reinkarnation. Dann halt im Nächsten. Genau, dann halt im Nächsten. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das Universum ist so unendlich komplex und riesig, dass wir einfach so viel noch zu erleben haben. Und das ist toll, das ist die Genesis, dass wir eben erkennen, wow, es ist alles riesig, wir sind frei, wir können alles erreichen, wenn wir das wollen. Das ist ein riesiges Universum, weißt du, ja. Was es in diesem Universum alles gibt. Es gibt einen schönen, der ist leider schon tot, ein Teilchenphysiker, glaube ich, war. Der Herr Hans-Peter Dürr, gibt es schöne YouTube-Videos. Ja, ein Professor. Dem sein Doktorand war Edward Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe. Auch sehr interessant. Und der hat sich sehr da von seinem von diesem Teller abgewandt. Er erzählt die Geschichte dann auch, weil er gar nicht wusste, dass der Mann da die Wasserstoffbombe, dass er mitgeholfen hat daran. Obwohl er es gar nicht wollte, er war ja selbst noch ein Hitlerjunge und musste da mit der Flak schießen und so, das hat ihn sehr bewegt, das wollte er nicht. Und er hat dann nachher gesagt, hat den Ausdruck geprägt vom, das Universum ist ein Meer aus Möglichkeiten. Und kommt auch Quantenphysik mit rein. Ja. Wenn du deine Aufmerksamkeit dann auf eine Möglichkeit richtest, ja, dann kollabiert die Wellenfunktion und es wird zu einem Teilchen, es wird also real in das dem Moment für dich. Konkreter, genau. Konkret, es wird real für dich, weil du diese Möglichkeit gehst und erlebst, also wird es real. Ja? Und so, das ist das, was die Griechen als Logos dann auch bezeichnen, dieses Meer aus Möglichkeiten. Du kannst alles, was es gibt, was jemals gelebt wurde oder sonst irgendwas, ist vorhanden. Ja. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ergibt sich aus den vielen anderen Möglichkeiten. Also wie so ein Netz, was verstrickt ist. Und da gibt es unheimlich viel zu erfahren, ja. Unheimlich viel zu lernen. Und das ist einfach dazu da, damit ihr euch entwickelt, damit ihr die Stufen, im Druidischen nannte man das für Fionsstufen, also das wurde in einer Treppe dargestellt. Ich sag auch immer, das gehst du nach oben, nach oben, nach oben. Ich sag auch immer, Eltern, lernt von euren Kindern, ja, weil die, du hattest ja eben Logos erwähnt, oder ich nenne das halt
ja, das Jenseits, ne, bevor der Reinkarnation bereitet man sich darauf vor und die kommen im Prinzip aus dieser göttlichen Schwingung wieder auf die Erde, ne, zum Teil zumindest, außer die mit ganz schlechtem Karma, und haben eben diese Grund, also die, das wird ja wie auch gelöscht, so, und dann hat man die neue Chance und da ist man dann wieder einfach mit Gott verbunden. Das ist der Segen, dass man alles vergessen darf, auch. Du musst das ja alles vergessen, sonst wird es ja nichts bringen. Genau, damit du nicht mehr belastet bist von deiner Vergangenheit zunächst und erstmal wieder die Freiheit hast, dich frei als Kind so zu entwickeln. Du bist völlig unbelastet von allem. Genau, und das eben zu bewahren und auch zu respektieren. Man kann von den Kindern viel lernen, genauso viel, das ist ja ein Austausch, wie die Eltern den Kindern beibringen, können sie auch von den Kindern lernen, wenn sie aufmerksam sind, ne, und ihre Kinder ernst nehmen. Ja, natürlich, in den Kindern steckt da noch viel drin. Ne? Ja. Und es gibt ja Milliarden von Planeten und wir werden nicht der Einzige sein, die einzige blaue Perle in diesem unendlichen Universum und nicht die einzigen Lebensformen. Also es gibt da unheimlich, du brauchst ja nicht nur auf die Erde zu reinkarnieren, ja. Du kannst ja überall im Universum als die. Ich hab mal einer zu mir gesagt, ohne der schöner Gedanken. Irgendwann bist du vielleicht eine Sonne, ja? Ja, wer weiß. Der Schamanismus sagt, und die Quantenphysik kommt da langsam auch hin, alles ist beseelt, alles hat einen Spirit, also alles hat ein Bewusstsein, also hat auch unsere Erde ein Bewusstsein, weise ich euch auf eine schöne YouTube-Doku hin, die heißt das Gaia-Prinzip. Ja, da geht es darum, dass beschrieben wird, dass auch unser Planet, also unser Ökosystem, ist wie ein menschlicher Metabolismus. Es gibt, wir haben Blut, die Erde hat Lava, also das ist alles sehr ähnlich konstruiert. Ja. Also wir sind auch ist Teil das davon. Wie eine Art Körper, also muss auch die Erde ein Bewusstsein besitzen, sich bewusst sein, ich bin ein Planet, ich bin eine Erde. Ja. Ja. Ich sage auch immer, diese ganzen schwarzen Polizisten, schwarz und neu, jetzt neuerdings überall weltweit schwarz angezogene Polizisten, IS, auch alles schwarz, ne, so, das sind die Krebszellen der Menschheit, weil wir schon so krank, so emotional krank sind mittlerweile, weil wir auch mit unserer Sexualität nicht offen umgehen, weil wir nicht mit unserer kreativen Kraft, das ist ja unsere kreative Kraft, die gottgegebene Kraft, wir sind nach seinem Ebenbild erschaffen, das heißt, wir können auch Mitschöpfer sein. Und nicht überheblich mit Schöpfer sein. In Demut und mit Hingabe und Liebe können wir auch einen Teil dieser Welt mit erschaffen und kreieren eben die Realität mit. Und das ist eben ganz wichtig, das zu respektieren, weil sonst töten wir uns selbst. Wir töten den ganzen Planeten. Ja, wir sind ja Teil davon. Im Moment sind wir gerade dabei, so ein bisschen Selbstmord zu begehen. Es gibt auch schon wieder Heilung und so weiter, aber das ist gerade die Gefahr. Und da sollten wir uns aber nicht drauf konzentrieren, sondern eben darauf, dass wir, jeder Mensch, eben diese kreative Kraft besitzt und über seine Ideen, über sein Herz und den Willen, dann über die persönlichen Emotionen das kreativ in die Welt bringen kann und genauso eben auch wieder das aus der Welt heraus meditieren und auflösen kann, ne, in die andere Richtung, es fließt ja immer in beide, was eben nicht gut für die Welt ist. Ne? Das, ich habe auch immer das Gefühl, wir nehmen die negativen Energien auf und vergeistigen die wieder, damit sie befreit werden und damit das Leben weiter fließen kann. Ja, muss ja. Wir sind ja Teil des Ganzen, also fließt die ganze, das Ganze ja auch in uns durch. Also manche Meister, obwohl ich das Wort Meister jetzt nicht so gerne benutze, aber die haben schon recht, sehe das auch so, wenn man sagt, wir gucken nach außen das Universum an, aber wir können auch nach innen gucken, weil da ist das Universum auch. Ja? Ja. In uns liegt das ganze Universum, weil wir Teil eines Universums sind und wir haben die Möglichkeit, in uns über den freien Willen, im Prinzip die über den freien Willen, uns. Das ist der göttliche Funke in jedem, das Geschenk Gottes, nämlich das, was uns zu Göttern macht, im Grunde diese freien Willen, wir können mit diesem ganzen Universum, den ganzen Informationen, die in uns liegt, zum eigenen, ein eigenes Universum erschaffen. Also wir, jeder von uns kann ein eigenes Universum sein. Jeder, in dem er auch der Gott ist, ja. Mhm. In dem Sinn, auch wenn es jetzt ein bisschen flach ausgedrückt ist, aber manchmal findet man einfach keine Worte, um das wirklich zu beschreiben. Und das ist eigentlich der Gedanke auch der Reinheit, ne? Je reiner die Quelle ist, je besser schmeckt das Wasser. Ja, das guter ist schon, Schlusswort, würde ich jetzt sagen. Ja. Ja, finde ich auch. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch ein Stück weiterbringen. Und ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass ihr
nachvollziehen könnt, ein bisschen, was wir von euch was wir euch verklickern wollen. Was wir euch verklickern wollen hier. Genau. Wir latschern euch hier voll, aber genau das ist halt der Sinn der Sache. Wir wollen euch weiterbringen und ich hoffe, dass ihr uns auch weiterbringt und sagt einfach, was ihr von uns hören wollt oder abonniert den Kanal, teilt die Scheiße hier. Ja, jo, würden wir uns freuen. Peace! Macht's gut! You are